So, die Aufzeichnung läuft. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu diesem Termin Zentrale und Werkzeuge, Ideen und Werkzeuge von MINT. Hier waren wir beim letzten Mal stehen geblieben. Wir sind immer noch im Kapitel 2, dem größten Kapitel. Sie sehen an den Folien unten, dass wir da schon so die Mitte überschritten haben. Es geht momentan hier um Prognosen, Simulationen, wie Sie da oben in der Überschrift sehen. Und wir haben ein paar verschiedene Probleme identifiziert. Was ist so, also zunächst mal übersichtsartig genannt und haben jetzt begonnen, beim letzten Mal die abzuarbeiten und machen das jetzt auf dieser Folie erst einmal fertig. Wir hatten beim letzten Mal noch auf der letzten Folie Unknown Unknowns, auf den letzten zwei Folien Unknown Unknowns, Unknown Unknowns und schwarze Schwäne betrachtet. Drei verschiedene Abstufungen für das, was man eigentlich alles in die Prognose, in die Simulation ein berücksichtigen müsste, aber aus verschiedenen Gründen nicht berücksichtigen kann. Also vor allem, weil es eben unbekannt ist. Entweder bei den Known Unknowns unbekannt ist, wie der Effekt genau ist, oder bei den Unknown Unknowns in den schwarzen Schwänen sogar unbekannt ist, dass es da überhaupt einen Effekt gibt. So, was wir jetzt noch hier haben, was ich noch nachtragen möchte, ist einerseits die numerische Genauigkeit und dann kommen wir noch zu einem letzten Thema, Overfitting. Klimasimulationen und Prognosen sind da ein dankbares Thema, weil sie auch lebensnah sind, weil man ganz anschaulich, denke ich, Beispiele hernehmen kann. Und natürlich sind sie ein dankbares Thema, weil es immer wieder aktuell ist. Die Aktualität wird so schnell wohl nicht vorbeigehen. Oh, wir haben ein generelles Problem bei jedweder Art von mathematisch-physikalischen Prognosen oder Simulationen. Nämlich, das ist genauso im technischen Bereich, wenn Sie beispielsweise Strömungsmodelle haben für Flugzeuge oder für Schiffe oder für Autos mit dem CW-Wert oder so etwas. Da sind genau dieselben Probleme und überall sonst, wo sie solche naturwissenschaftlich-technischen Simulationen haben. So auch hier in Klimasimulationen und Klimaprognosen. Und hier ist es vielleicht relativ leicht zu erklären. Deshalb habe ich dieses Beispiel auch gewählt. Weil was müssen wir da modellieren? Was wir modellieren, ist einerseits die Zeit. Ja, wir wollen wissen, oder wir wollen zumindest eine Idee davon haben, wie das Klima im Jahr 2050 oder im Jahr 2100 sein wird, also wie hoch die Temperatur, der CO2-Gehalt, wie weit das Eis auf der Welt abgeschmolzen ist, wie hoch der Meeresspiegel dadurch steigt und so weiter und so fort. Und wir natürlich auch im Raum, wir müssen die ganze Erde, zum Glück ist die ganze Erde mehr oder weniger ein in sich geschlossenes System, stimmt nicht wirklich, weil die Erde natürlich Energie bekommt und auch nachts Energie abgibt. Aber das sind gut messbare Größen. Das ist gut handhabbar. Ansonsten können wir die Erde als geschlossenes System betrachten, die Erdoberfläche, wenn wir mal Vulkantätigkeiten außer Acht lassen. Ob wir das außer Acht lassen dürfen, ist durchaus eine interessante Frage. Vulkantätigkeiten sind ja nicht nur Vulkanausbrüche, sondern zum Beispiel Abgabe von Gasen, ohne dass man das merkt, weil es eben keinen spektakulären Ausbruch gibt. Aber wenn wir das mal außen vor lassen, dann reicht es die Erdoberfläche, also die Atmosphäre und die Meere, die Wasserflächen zu berücksichtigen. Aber auch das ist alles so groß, dass wir da ein sehr grobmaschiges Netz knüpfen müssen. Das heißt also, dass die einzelnen Knotenpunkte im Netz mehrere Kilometer wahrscheinlich auseinander sein würden und in der Zeit auch auseinander sein müssen. Und das macht die Sache, die Rechnung natürlich ungenau. Und Problematik von numerischen Ungenauigkeiten generell ist, dass sie sich aufschaukeln, dass sie sich akkumulieren, ist der Fachbegriff. Das heißt also, die einzelne Rechnung ist noch relativ genau, aber die nächste Rechnung fügt wieder ein bisschen Ungenauigkeit hinzu, die nächste und so weiter und so fort, sodass sich im Laufe der Zeit immer mehr die Ungenauigkeit, die Abweichung von der Realität immer weiter steigert, ohne dass wir sagen können, um wie viel und in welche Richtung sie sich steigert.
Aber das ist ein Problem, mit dem man sich in der numerischen Mathematik sehr intensiv befasst. Es gibt natürlich viele Maßnahmen, viele Methoden, mit denen man versuchen kann, diese Ungenauigkeiten zu dämpfen, aber es ist kein wirklich 100% lösbares oder gar 100% gelöstes Problem. Denn was dahinter ist, ist ja die Problematik, dass Sie, das kennen Sie aus der Mathematik, wenn Sie da mit reellen Zahlen rechnen, dass die unendlich lange Stellenzahlen nach dem Komma haben, ohne Periode, also ohne System sozusagen. Aber Sie haben, egal was für eine Hardware Sie haben immer eine begrenzte Stellenzahl, mit der Sie rechnen können. Und diese kleinen Unterschiede, die schaukeln sich halt bei den Berechnungen auf. Der andere Punkt ist Überanpassung. Overfitting hatte ich kurz schon angekündigt. Das Problem an der Sache ist, dass Sie haben immer bestimmte Daten. Sie müssen ein Modell immer an realen Daten kalibrieren. Ja, so ein Modell hat immer viele, viele kleine Parameter, die man setzen kann, Schräubchen, die man drehen kann. Können Sie sich vorstellen, also viele, viele Zahlen, die man zum Beispiel zwischen 0 und 1, die man irgendwo zwischen 0 und 1 wählen kann. Irgendwo muss man sie wählen. Und was ist die Basis dafür? Die Basis dafür sind Daten, die man schon hat, und das sind die Daten aus der Vergangenheit. Nun ist es aber so, dass so ein Modell nicht hundertprozentig, wenn es für bestimmte Daten kalibriert ist, dass es dann nicht hundertprozentig dann für andere Daten, zum Beispiel eben für die Daten aus der Zukunft, dann genau funktionieren wird. Ja, die Situation ändert sich auf eine Art und Weise, sodass die Kalibrierung nicht mehr passen muss. Gut, ich will hier nur Sensibilität, nur Bewusstsein wecken. Es geht jetzt nicht darum, was man alles dagegen machen kann. Natürlich ist es auch hier so, dass viel gemacht worden ist und dass auch viele Erfolge erzielt worden sind. Aber auch hier, es ist kein hundertprozentig lösbares Problem. So, wir können den zukünftigen Verlauf aus den verschiedensten Gründen, die ich jetzt auf den letzten Folien am Ende des letzten Males und jetzt am Anfang dieses Males genannt habe, können wir nicht wirklich seriös prognostizieren. Egal, um was es geht, also wir sind immer noch bei diesem Fallbeispiel. Es ist wie gesagt, ein sehr dankbares Fallbeispiel, weil Sie auch immer wieder davon hören, sodass Sie alles, was ich sage, also sofort einordnen können. Man wird seriöserweise auch nicht eben nicht eine einzige Kurve, zum Beispiel für die Temperatur, für die Jahresmitteltemperatur weltweit oder so etwas hernehmen, sondern man wird einen Korridor von verschiedenen Kurven betrachten, also Kurven, die sehr steil hochgehen, aber sehr unwahrscheinlich sind, Kurven, die sehr flach hochgehen, aber sehr unwahrscheinlich sind. Und irgendwo in der Mitte ist die größte Wahrscheinlichkeit. So, wir haben dabei natürlich auch harmlose Verläufe. Sie werden, wenn Sie seriös arbeiten, wird der Korridor vielleicht sogar ins Negative gehen. Das heißt also, dass die flachsten Kurven sogar gar nicht mal hochgehen, sondern gleich bleiben oder runtergehen. Das heißt also, dass im Korridor des Möglichen sogar eine Temperaturverringerung da ist, aber natürlich mit extrem niedriger Wahrscheinlichkeit. Und die sind natürlich unspektakulär. Selbst wenn die harmlosen Verläufe immer noch eine Steigerung angeben, werden sie typischerweise jetzt nicht so dramatisch sein. So, was Sie aber typischerweise beobachten in den Medien, ist eben nicht dieser Korridor, nicht, sondern da sehen Sie für das Jahr 2050 oder für das Jahr 2100 eben eine einzige Zahl oder, wenn es über den ganzen Zeitraum geht, eben eine einzige Kurve. Und jetzt kann man sich die Frage stellen, Medien müssen sich verkaufen, ja, Online-Medien müssen Klickraten generieren, Printmedien müssen verkaufte Auflagen generieren, Radio und Fernsehen müssen Einschaltquoten generieren. Und alle zusammen müssen Werbeerlöse generieren. Welche Kurve wird man wählen, um das zu optimieren?
So, hier kommt natürlich noch ein, bei generell bei Prognosensimulationen, auch bei Klima, hoffentlich ein Präventionsparadox, nennt sich das, ein Paradoxon hinzu. Wenn wir so eine Prognose haben, durch eine Simulation des zeitlichen, des Verlaufs, beispielsweise der Temperatur in den nächsten 50 Jahren, daraus eine Prognose ableiten, wie hoch die Jahresmitteltemperatur im weltweiten Durchschnitt in 50 Jahren sein wird, also im Jahr 2073, dann ist das eine Prognose unter der Annahme, dass sich nichts ändert. Also nichts Unbekanntes ändert, insbesondere unter der Annahme, dass wir nichts Ernsthaftes dagegen tun. Ja, also in dem Sinne ist jede einzelne Prognose konditional. Ja, man geht von Modellannahmen aus, dass sich nichts ändert, dass nichts geändert wird, dass keine großen Maßnahmen getroffen werden, beispielsweise zur Einsparung von CO2. Oder man geht von den Modellausnahmen aus, dass man sagt, okay, bis ins Jahr 2030 werden 50% von CO2 eingespart. Nicht? So kann man natürlich auch vorgehen. Aber nehmen wir jetzt mal den einfachen Fall, wenn nichts passiert, wenn nichts geändert wird, wenn wir alle weiterhin vielleicht sogar immer noch mehr CO2 ausstoßen, wie wird sich dann die Temperatur ändern? Also in dem Sinne konditional. Und das bedeutet ja, wenn wir jetzt tatsächlich doch Maßnahmen treffen, wenn wir es doch vielleicht schaffen, klimaneutral zu werden oder wenigstens teilweise klimaneutral oder wenn wir irgendwelche technischen Lösungen finden, die das CO2 aus der Luft wieder rausfiltern und irgendwohin in den Weltraum abblasen oder was auch immer da die technischen Lösungen vielleicht sein mögen, dann treten diese Warnungen natürlich nicht ein oder allenfalls abgeschwächt, weil die Bedingung für diese konditionale Prognose eben nicht mehr erfüllt ist. Wir haben sie ja durch Maßnahmen abgeschwächt oder die Bedingungen ganz aus der Welt geschafft. So, und jetzt ist halt das Problem, dass Sie keinen Vergleich haben hinterher oder mittendrin. Sie wissen nicht, wie wäre die Situation. Sie können nicht beweisen, dass die Situation viel, viel schlimmer gewesen wäre, wenn die Maßnahmen nicht getroffen wurden. Das heißt also, der Verdacht liegt nahe, dass die Warnungen übertrieben waren, weil es ist ja nichts passiert. Ja, man weiß es halt nicht, inwieweit das durch die Warnungen passiert ist, durch die Maßnahmen, die daraus getroffen worden sind, oder inwieweit auch sonst nichts passiert wäre. Ein Beispiel dafür kann ich mich erinnern in den 80er Jahren. Da war Waldsterben ein großes Thema, da gab es Prognosen. Gab es sogar pessimistische Prognosen, die gesagt haben, wir können eh nichts mehr tun. In ein paar Jahren ist der deutsche Wald in allen Mittelgebirgen tot. Also Mittelgebirge auch hier rund um Darmstadt, Odenwald, Taunus, Westerwald, Spessart, Pfalz und so weiter. Also diese extrem pessimistischen Prognosen sind offensichtlich nicht eingetroffen. Aber auch Prognosen, eben konditionale Prognosen, wenn wir nichts tun, wenn wir nicht das Schwefeldioxid aus den Schornsteingasen herausfiltern, dann wird der Wald in Deutschland und nicht nur dort, sondern auch in ganz Mitteleuropa sterben, und zwar ziemlich bald. Jetzt hat man solche Maßnahmen getroffen und jetzt ist halt im Nachhinein die Frage, genau diese Frage, waren die Warnungen übertrieben? Hätte man es auch einfach laufen lassen können oder nicht? Ja? Ob man jemals definitiv die Antwort darauf beim Thema Waldsterben wissen wird, vermag ich nicht so einzuschätzen. Ja, natürlich, Warnungen sind auch vor zukünftigen Entwicklungen sind häufig auch interessengeleitet, natürlich. Bei jeder Warnung für die Zukunft muss man immer auch von der Möglichkeit ausgehen, dass da jemand einfach sein Süppchen dran kocht. Muss nicht sein, kann aber sein. Das heißt also, ja, eine sehr unbefriedigende Situation, dass man auch im Nachhinein nicht wirklich wissen kann oder nicht hundertprozentig wissen kann, ob man jetzt richtig gehandelt hat oder nicht, ob es das wert war oder ob man es auch einfach hätte laufen lassen können.
So, dann sind wir haben Rankings, Umfragen und Prognosen, Simulationen als konkrete Fälle, Arten von Studien gehabt. Wir kehren wieder zurück zur Allgemeinheit, also jetzt nicht mehr spezielle Arten von Studien, sondern jede Art von Studien. Und da möchte ich auf einen Punkt erstmal zu sprechen kommen, die falsche Zahl. Das heißt also, dass häufig eine nicht die Zahl genommen wird, die eigentlich die aussagekräftige ist, sondern stattdessen eine andere, die nicht aussagekräftig, sondern eher irreführend ist. Und fangen wir mit einem einfachen Beispiel an. Direkt aus dem Leben gegriffen, Sie kennen das vielleicht auch, dass Sie Obst oder Gemüse, also ich kenne das ganz konkret von Bananen, dass es die in zwei Arten gibt. Ich glaube, ich habe das schon lange nicht mehr so in der Form gesehen. Bio-Bananen gibt es natürlich auch immer wieder, aber insbesondere Fairtrade versus konventionell mit einem Unterschied von 50 Cent pro Kilo. Das suggeriert natürlich, dass diese 50 Cent direkt an die Bananenpflücker gehen, ja, weil da steht irgendwas dann dran. Dass sie damit dann die Bananenpflücker unterstützen, damit die ein faires Einkommen bekommen und so weiter. Ja, das ist die Suggestion, dass 50 Cent pro Kilo an die Pflücker gehen. Aber überlegen Sie sich mal, was das heißt. Wenn ein Bananenpflücker 50 Cent pro gepflücktem Bananenkilo bekommt, was ich ihm gönnen würde, dann heißt das, dieser Bananenpflücker ist in seinem Land nach einer Saison reich. Also wir könnten alle unsere Jobs an den Nagel hängen und auch auf die Bananenplantagen gehen und vielleicht nicht nach der hiesigen Kaufkraft unbedingt so reich werden, aber zumindest nach der dortigen Kaufkraft. Ja, also auch in Deutschland wäre es immer noch ein sehr guter Stundenlohn natürlich. Ja, und das Problem ist eben, dass diese 50 Cent vermutlich, ich weiß es natürlich nicht, aber so wie die Formulierungen sind auf den Werbeschildern daneben, halte ich es für sehr unwahrscheinlich, dass also die Supermärkte hätten das natürlich viel, viel deutlicher hingeschrieben, wenn es wirklich so wäre. Sondern was viel plausibler ist, natürlich ist, dass die billigeren konventionellen Bananen damit quersubventioniert werden durch die teureren Fairtrade-Bananen. Dass ein Großteil der 50 Cent, wahrscheinlich der weit, weit überwiegende Löwenanteil, in diese Quersubventionierung geht. Anderes Beispiel, das ist jetzt wieder etwas her, aber ey, Sie erinnern sich ja vielleicht noch daran, dass Sie da vielleicht sogar konkret an diesen Fall, weiß ich nicht. Ja gut, über Weihnachten gab es in den Medien, also es gab schon eine Vorwarnung, dass die Covid-Zahlen über Weihnachten anders sein werden, zu niedrig sein werden, weil es eben weniger Tests gibt. So, und hinterher haben teilweise dieselben Medien dann berichtet, aha, über Weihnachten gab es niedrigere, weniger Covid-Fälle. Ja, also Sie sehen wieder den Unterschied. Das hatten wir beispielsweise auch bei Kriminalität vor ein paar Terminen. Der Unterschied zwischen registrierten und realen Fällen ist hier nicht berücksichtigt worden. Also die Zahlen sind offensichtlich die falschen, nicht? Hier ein anderes Beispiel. So, mit der Einstimmung sind wir jetzt durch. Ein sehr häufiges Beispiel. Sie wollen beispielsweise eine Geldanlage beispielsweise für Ihre Altersversorgung haben. Sie wollen Geld anlegen, vielleicht in Form eines monatlichen Sparschemas oder so etwas in irgendeiner Rentenversicherung oder wie auch immer. So. Und jetzt möchten Sie natürlich wissen, wie gut die Rendite ist, die Sie daraus bekommen, nicht? Und was Ihnen häufig dann genannt wird, ist der Erwartungswert.
E typischerweise abgekürzt, auch im Englischen Expected Value. Was, wie Sie ja aus der Schule oder aus den Mathematikkursen in der Universität sicherlich wissen, was so etwas wie ein Durchschnittswert ist, ja, ein gewichtetes Mittel. Nun klingt das jetzt nicht falsch, aber ist trotzdem problematisch. Also es ist nicht die Zahl, die Sie eigentlich wissen möchten, auch wenn Sie, mit der Sie sich nicht abspeisen lassen sollten. Zunächst mal ist das Problem der Erwartungswert, also es liegt erstmal in der Sprache, das hatten wir schon in Kapitel 1 als Beispiel mal. Der Erwartungswert ist nicht der Wert, den man erwarten kann, sondern Sie sehen, das ist einfach irgendein Wert, der irgendwo so halbwegs mittig ist. So, das ist erstmal der erste Punkt. Aber der zweite Punkt ist der gewichtigere Punkt vielleicht. Sie wollen ja eine sichere Anlage haben. Ja, wenn Sie für Ihr Alter vorsorgen wollen, dann wollen Sie ja eine sehr geringe Wahrscheinlichkeit davon haben, dass Ihr Investment den Bach runtergeht. Das heißt, Sie sind gar nicht unbedingt an dem Erwartungswert interessiert, sondern vielleicht an dem 80% oder 90% Quantil. Was heißt 90% Quantil? Können Sie vielleicht schon erahnen, das ist die Rendite, die man, oder in dem Fall hier andersrum, die Rendite, die Sie mit 10% Wahrscheinlichkeit mindestens erreichen. Ja, und das sieht dann schon mal ganz anders aus. Ja. Also mit 10% Wahrscheinlichkeit erreichen Sie das, mit 20% Wahrscheinlichkeit erreichen Sie das und den Erwartungswert erreichen Sie mit dementsprechend auch. Oder auf der anderen Seite 10% Quantil, 20% Quantil. Mit 10% Wahrscheinlichkeit erreichen Sie weniger als das, wo hier das 10% Quantil ist. Mit 20%iger Wahrscheinlichkeit erreichen Sie weniger als das, wo hier das 20% Quantil ist. Und das sind natürlich viel, viel kleinere Renditen, als der Erwartungswert Ihnen suggeriert. Ja, also Sie möchten ja konservativ, konservativ in dem Sinne, Vorsicht, nicht im politischen Sinne konservativ, sondern im Sinne von vorsichtig, risikovermeidend Ihr Alter planen. Und das heißt also, der Erwartungswert ist nicht die Zahl, die Sie eigentlich wissen möchten. Warum wird Ihnen die genannt? Ja, erstens, weil es die meisten Leute schlucken. Zweitens, weil es leicht zu berechnen ist. Drittens, weil es meistens besser aussieht als das Ergebnis, die Rendite besser aussieht als bei der Zahl 10% Quantil, 20% Quantil, die für Sie eigentlich interessant sind. Hier ist noch ein weiterer Punkt, der Median. Dass der jetzt hier links vom Erwartungswert ist, das liegt einfach hier an der spezifischen Verteilung. Bei anderen Verteilungen wäre er rechts. Bei symmetrischen Verteilungen wären Median und Erwartungswert identisch. Ja, das ist nochmal ein Punkt, der zum Beispiel bei solchen Themen wie statistische Lebenserwartung eine Rolle spielt. Wenn da steht, die statistische Lebenserwartung liegt bei, ich fabuliere mal, bei 80 Jahren, dann kann es durchaus sein, dass mehr als die Hälfte der Menschen älter als 80 wird. Oder es kann sein, dass mehr als die Hälfte der Menschen die 80 deutlich nicht erreicht. Warum? Weil mehr als die Hälfte, weniger als die Hälfte ist der Median und die statistische Lebenserwartung ist der Erwartungswert. Bei Verteilungen, die nicht zufällig gerade symmetrisch sind, und das ist der Alter, die Alter, die Lebenserwartungsverteilung sicherlich nicht. Da kann man nicht erwarten. In der Regel ist da nicht Median und Erwartungswert gleich. Also wenn Sie so denken, von wegen, wie kann es sein, dass die Lebenserwartung 80 Jahre ist? Die meisten Menschen in meinem Umfeld sind doch schon vor den 80, weit vor den 80 gestorben. Kann durchaus sein, weil eben Sie in Gedanken den Median hernehmen, während das, was Sie da präsentiert bekommen haben, in dem Zeitungsbericht beispielsweise, dann der Erwartungswert ist. Und das sind zwei verschiedene Größen. Also,
Aber sammeln wir nochmal, was ich eben anhand dieses Diagramms, dieses beispielhaften Diagramms gesagt habe. Erstmal der erste Punkt, den ich gesagt habe, war, dass der Erwartungswert eben nicht der Wert ist, den man erwarten kann. Zweiter Punkt, wir können eigentlich so, der Erwartungswert ist eigentlich ein mathematisches Artefakt, was nicht unbedingt intuitiv ist. Ja, wenn wir versuchen, intuitiv sowas wie ein statistisches Mittel zu denken, dann wird es uns wahrscheinlich, wird es letztendlich darauf hinauslaufen, dass wir dann doch eher im Median und nicht im Erwartungswert denken. Und wir haben das eben an dem Beispiel gesehen, dass das zwei verschiedene Werte sind. Und dann noch der letzte Punkt, wenn Sie riskante Entscheidungen haben, das war das, was ich sagte mit der Altersvorsorge und zum Beispiel mit Aktien, ja, irgendwelche riskanten Geldanlagen, dann sind sie ja nicht am Erwartungswert interessiert, auch nicht am Median natürlich, sondern sie sind daran interessiert, wie viel Rendite kriege ich mit, je nachdem, wie risikoavers sie sind, mit 80% Wahrscheinlichkeit oder sogar mit 99%iger Wahrscheinlichkeit. Und das sind eben Zahlen, die deutlich anders sind als typischerweise der Erwartungswert. Das heißt, wenn Sie sowas sehen, solche Werbebroschüren, dann denken Sie daran, dass das nicht unbedingt die Zahl ist, die Sie eigentlich interessiert. Erwartungswert, wofür ist der gut? Der Erwartungswert ist zum Beispiel gut für Versicherungen. Ja, wenn eine Versicherung, Kfz-Versicherung beispielsweise, Hunderttausende oder Millionen Versicherte hat und entsprechend Schadensfälle hat, dann ist die Versicherung natürlich zur Berechnung der Prämienhöhe dann ist für die wesentlich durchschnittliche Schadensrisiko, die durchschnittliche Schadenshöhe über alle Versicherte zu nehmen. Zum Beispiel abhängig von Landkreis, von PS-Zahl und so weiter. Dann nochmal differenziert, sodass alle Kfz, die im selben Landkreis mit derselben PS-Zahl und so weiter angemeldet sind, dann sozusagen dieselbe Prämienhöhe bekommen, die sie zahlen müssen. Ja, dafür ist der Erwartungswert sehr, sehr sinnvoll, wenn Sie viele, viele, viele Fälle haben. Aber wenn Sie nur einen Fall haben, ja, Sie haben eine Altersvorsorge, die Sie irgendwann mal anlegen, oder meinetwegen zwei oder drei, ist immer noch dasselbe, es sind immer noch nicht viele, dann sind Sie nicht am Erwartungswert interessiert, dann sind Sie an solchen Quantilen interessiert. Es sei denn, Sie sind eine Spielernatur, aber dann können Sie sich die Arbeit auch sparen, dann können Sie gleich ins Casino gehen. So, die sind eben weit weg davon, also denken Sie daran, wenn Sie solche Broschüren, Werbebroschüren sehen. So, bei Prozentzahlen kann man viel richtig und viel falsch machen im Durchdenken und auch in der Kommunikation. So, ein wichtiges Problem, was immer wieder auftaucht, achten Sie mal darauf, ist, wenn Sie irgendwelche Prozentzahlen sehen, dann wird häufig, egal ob Sie das in Medien sehen, in Artikeln oder ob Sie das beispielsweise auf Verpackungen von Produkten sehen, Lebensmittel oder so etwas, achten Sie mal drauf. Häufig ist da zwar eine Prozentzahl, aber es ist nicht hundertprozentig sicher, auf welche Grundgesamtheit sich diese Prozentzahl bezieht. Man könnte sich mit etwas Fantasie verschiedene Grundgesamtheiten vorstellen, was natürlich eine grundsätzlich andere Aussage jeweils hat. Und das will ich kurz an einem Beispiel erläutern. Tatsächlich Lebensmittel. Das ist mir irgendwann mal aufgefallen beim Studium des Kleingedruckten auf Verpackungen von Lebensmitteln im Supermarkt. Da gab es dann gesunde Bestandteile wie Vitamine, Mineralstoffe, Vitamin A, Vitamin B, Vitamin C, vielleicht noch aufgeschlüsselt, B1, B2, B3 und so weiter. Spurenelemente, Calcium, Kalium, Arsen auch. Auch wenn es giftig ist und so weiter. Ja, und wenn man das zusammengerechnet hat, also erstmal war interessant zu sehen, was für Leute, die einen Biologie-, Chemieunterricht genossen haben, ist es vielleicht auffällig, dass das so im einstelligen Prozentbereich
oder so etwas war schon mal. Vitamin A im einstelligen Prozentbereich ist ja schon mal eine interessante Aussage. Ja, es ist eigentlich nicht die Größenordnung, die man warten würde. Aber was natürlich ein Indikator dafür, sofort ein schlagender Indikator dafür ist, dass die Interpretation falsch ist, ist, dass diese ganzen Zahlen für die Vitamine und so weiter, diese Prozentzahlen, die sich zum weitaus mehr als 100 aufsummieren, und dann kann man mal gucken. Ja, also Sie haben auf der anderen Seite, auf der einen Seite haben Sie immer so prozentuale Anteile, ja, prozentualer Fettanteil, prozentualer Zuckeranteil, prozentualer Wasseranteil vielleicht auch, prozentualer Salzanteil und so weiter und so fort. Prozente oder wenn die verkaufende Firma gerne das herausstellen möchte, dass sie von einem besonders hochwertigen Stoff viel drin hat, dann steht da eben auch prozentualer Anteil an irgendwas Teurem drin, um damit als Verkaufsargument und so weiter. Ja, das ist eigentlich ja der Normalfall, dass prozentuale Anteile am Gesamtprodukt da auf der Verpackung draufstehen, aber hier kann das offensichtlich nicht sein, denn solche prozentualen Anteile am Verkaufsprodukt von solchen Sachen wie Vitaminen, Mineralstoffen und so weiter addieren sich garantiert nicht zu mehr als 100%, sondern da stand dann drin, das Unternehmen oder die Marketingfirma oder wer auch immer hat so etwas wie eine Portionsgröße für dieses hier verkaufte Lebensmittel definiert, nach eigenem Gusto. Dafür gibt es keine Norm, keine gesetzlichen Vorgaben, nicht, soweit ich weiß. Also da kann jeder seine Portionsgröße selber definieren. Und dieses Behältnis, dieses eine Stück von dem Produkt, was da verkauft wird, abgepackt hat, davon eine Portionsgröße, zum Beispiel 100 Gramm genommen. Also die Verpackung enthält vielleicht 500 Gramm von dem Produkt und Portionsgröße ist so 100, als 100 Gramm definiert. Ich fabuliere jetzt einfach mal. Dann wäre das in einer Portionsgröße in 100 Gramm so und so viel Anteil vom Tagesbedarf von Vitamin A beispielsweise nach den Empfehlungen irgendeiner Gesellschaft, irgendeiner Fachgesellschaft. Ja, nicht? Ich meine, wenn Sie sich vorstellen, Sie lesen da einfach, wow, 3% Vitamin A und machen sich nicht klar, dass das so zustande kommt, sondern denken, dass da so richtig kräftig Vitamin A drin ist, also was ja eigentlich absurd viel wäre, dann, ich weiß nicht, vielleicht sogar gefährlich viel, dann sieht das doch schon mal nach einem sehr guten Verkaufsargument aus. So, zum Beispiel, weitere Beispiele, zum Beispiel bei Krankheiten. Da müssen Sie immer aufpassen, wenn es Sie ernsthaft interessiert, Todesraten bei Krankheiten. Dieses Beispiel ist natürlich auch inspiriert von Covid. Mortalität ist das eine und Letalität ist das andere, nämlich Mortalität ist, wie viele Menschen. Also die Todesfälle umgerechnet auf die Gesamtbevölkerung in Deutschland, also umgerechnet auf ungefähr 80 Millionen Menschen, egal wie die Krankheit aussieht. Und Letalität bedeutet nur umgerechnet auf die tatsächlich Erkrankten. Also wenn Sie eine Krankheit haben, die sehr selten, wenn Sie eine Krankheit betrachten, die sehr selten ist, und da eine Letalität, eine Sterberate von 50% haben, dann ist das immer noch eine sehr seltene Sterberate. Wenn Sie hingegen eine Mortalität von 50% haben, in dem Sinne eine Sterberate, dann brauche ich nicht zu sagen, was das bedeutet, nicht? Das erklärt sich. Oder sowas wie zum Beispiel, wenn Sie, wird für Sie wahrscheinlich noch nicht bald wichtig werden, aber irgendwann wird das für Sie sicherlich mal wichtig werden, wenn Sie eine in den Ruhestand treten wollen und vielleicht früher als das gesetzlich festgelegte Rentenalter schon in den Ruhestand gehen wollen, dann müssen Sie Abschläge bei der Rentenhöhe in Kauf nehmen. Und die Frage ist jetzt, wenn, das habe ich tatsächlich so gesehen,
dass zwar die Prozentzahlen genannt werden für die Abschläge, aber es ist nicht klar, worauf sie sich beziehen, ob sie sich auf das Gehalt beziehen oder auf die Rentenhöhe. Und wenn Sie daran denken, dass die Rentenhöhe mutmaßlich deutlich weniger als 50% des Nettogehalts ist, ja, dann macht das Nettogehalt, ja, dann macht es natürlich einen Unterschied, ob diese Prozentzahlen für die Abschläge gerechnet sind als Prozentzahlen vom Bruttogehalt, vom Nettogehalt oder von der Rente. Ja, also Sie sollten nicht vorschnell denken, da eine der Interpretationen hernehmen, sondern Sie sollten gegebenenfalls, wenn das nicht dasteht, recherchieren oder nachfragen. Und das gilt, das ist natürlich nur ein Beispiel, das gilt natürlich für viele andere Fälle genauso. Aktuelles Beispiel ist jetzt ne, zum Glück nicht mehr so aktuell, aber ich habe das Beispiel einfach drin gelassen. Ich denke, ich sollte spätestens nächstes Jahr das Wort Aktuelles dabei dann hoffentlich streichen können. Nicht, dass es wieder aktuell wird, wollen wir nicht hoffen. Die Anzahl Geimpfter zum Beispiel. Ja, war ja mal ein großes Thema immer wieder. Können Sie entweder als bei der Bevölkerung in Bezug setzen zur Gesamtbevölkerung, inklusive der Unimpfbaren, also zum Beispiel der Kinder, für die die Impfung nicht zugelassen ist, oder für Schwangere oder für Leute mit Vorerkrankungen, bei denen dringend abgeraten wird von einer Impfung. Wofür ist das sinnvoll? Das ist natürlich sinnvoll für epidemiologische Betrachtung. Da müssen Sie unabhängig davon, warum die nicht geimpft sind, ob sie aus Lässlichkeit nicht geimpft sind oder aus Überzeugung nicht geimpft sind oder weil sie zu den Unimpfbaren gehören, ist vollkommen egal. Für epidemiologische Betrachtung ist wichtig, wie viele sind geimpft, wie viele sind nicht geimpft. Für politische Betrachtungen, Fragen wie der Impfpflicht und Ähnliches, ist hingegen, müsste man seriöserweise die Unimpfbaren herausrechnen, weil für politische Betrachtungen ist natürlich wichtig, wie viele von denen, die geimpft werden könnten, haben sich nicht impfen lassen. So, es gibt jetzt, wir haben jetzt das Problem, verschiedene Fallbeispiele gesehen für das Problem, dass wir nicht immer wissen, dass nicht immer klar ist, was die Grundgesamtheit ist, worauf sich Prozentzahlen beziehen. Insbesondere im angelsächsischen Bereich, aber ich möchte auch Ihnen das nahelegen, insbesondere im angelsächsischen Bereich hat sich schon lange eine Kultur entwickelt, dass man Prozentzahlen anders ausdrückt, nämlich etwa in der Form dieser Art, ja, dass das eben nicht Prozent dabei steht. Und hier ist die Grundgesamtheit klar, nämlich dieses X. 6% aller X sind Y oder entsprechend, muss ja nicht Prozent sein, können ja auch zum Beispiel Promille sein oder irgendeine andere Basis, muss ja nicht 100 oder 1000 sein. Oder in der Form muss auch nicht, also man würde wahrscheinlich doch eher hier 45 von 1000 rechnen, aber es mag gute Gründe geben, dass man stattdessen 4,5 von 100 rechnet. Ja? In allen diesen Formulierungen ist immer die Gesamtheit klar, hier ist es das X, hier ist es das X, hier ist das X, hier bei 100x ist es sofort die Prozentzahl, hier bei 1000x ist es halt die Promillezahl, das heißt also 1,3% von aller X haben Y. Ja? Also wenn man sich diese Formulierungsweise aneignet, wie gesagt, die ist durchaus weit verbreitet in anderen Kulturkreisen. Bedauerlicherweise, soweit ich sehe, im deutschen Kulturkreis nicht so weit verbreitet, wie man sich das wünschen würde, dann kann dieser Problematik mit der fehlenden Grundgesamtheit, also nicht mit der nicht unbedingt klaren Grundgesamtheit, eigentlich nicht mehr auftreten. So, jetzt eine andere Problematik. Prozente versus Prozentpunkte, wo immer wieder Fehler gemacht werden. Häufig ergibt sich aus dem Text sofort, wie es zu verstehen ist, aber manchmal ergibt es sich auch nicht. Und dann ist das tatsächlich eine Ursache für Missverständnisse. Und wo man genau unterscheiden muss, Prozente versus Prozentpunkte. Wovon ist da die Rede? Es geht eben sozusagen,
Ein Schritt weiter, nicht nur Prozente von einer Grundgesamtheit, sondern von diesem prozentualen Anteil wieder Prozente. Was natürlich von vornherein erstmal ein bisschen mehr Denkarbeit erfordert. Und ein typisches Beispiel, wo Sie das immer wieder sehen, demnächst im Oktober auch wieder im Bundesland Hessen hier bei uns. Situation zum Beispiel, diese Zahlen habe ich mir einfach aus den Fingern gesogen. Eine Partei stürzt von einer Wahl zur nächsten von 32% Stimmenanteil auf 24% Stimmenanteil ab. Wie viel sie tatsächlich an Stimmen verloren hat, ist natürlich auch noch die Frage. Da müsste man den prozentualen Anteil der Nichtwähler in beiden Wahlen noch mit berücksichtigen, aber das ist natürlich nochmal eine andere Baustelle. So, sie hat insgesamt nicht 8% verloren, sondern sie hat 25% verloren. Ja? Sie hat diese 8%, das sind von den 32%, von denen sie ausgegangen ist, sind das wiederum 25%. Was sie verloren hat, sind nicht 8%, sondern 8%-Punkte. Das heißt also, wenn wir wieder auf die ursprüngliche Gesamtgröße schauen, was da der Unterschied ist, diese 8, dann reden wir von Prozentpunkten zur Unterscheidung zu diesem Prozent. Wird, soweit ich das sehe, in den Medien etwa bei solchen Wahlberichten, Berichten über Bundestagswahl, Landtagswahl und so weiter, nicht so richtig berücksichtigt, sondern da wird häufig gesagt, sie hat 8% verloren. Was meistens, also Medienkonsumenten denken das ja meistens schon so, weil sie darauf trainiert sind, dann in dem Fall eben, auch wenn sie 8% hören, das dann schon richtig einzuordnen, weil es halt regelmäßig das die Zahl ist, die genannt wird. Aber in anderen Kontexten kann es durchaus sein, dass es da zu erheblichen Missverständnissen kommt. Vor allem, weil wenn eben diese beiden Zahlen gar nicht vorliegen, sondern eben nur diese oder diese Zahl, wo nicht von vornherein klar ist, welche jetzt, wenn nur eine dieser beiden Zahlen, die 25 oder die 8 vorliegen, wo es natürlich, und es ist nicht klar, wie diese eigentlichen Prozentzahlen hier aussehen, dann ist das natürlich leicht missverständlich. So, jetzt sind wir auch schon relativ nah bei dem Thema, beim nächsten Thema, relativ absolut. Wir gehen jetzt von Prozentzahlen weg, aber es ist ziemlich ähnlich zu diesem Prozent, zu dem, was wir bisher gesagt haben, Grundgesamtheit, Prozentpunkte und so weiter. Nur noch mal aus einem anderen Blickwinkel. Häufig wird da etwa in den Medien die falsche Zahl genannt. Also, was heißt die falsche Zahl? Die Zahl ist schon richtig, aber es ist nicht die Zahl, die es hilft, den Sachverhalt sinnvoll zielführend zu beurteilen. Und was noch hinzukommt, ist, bei relativen Angaben haben Sie noch verschiedene Größen, ja, wie wir das eben hatten. Im Grunde ist es dasselbe nochmal wie bei prozentualen Prozenten mit der Grundgesamtheit. Das will ich an einem Beispiel wieder deutlich machen. Die Anzahl Covid-Neuerkrankte an einem bestimmten Tag, die Anzahl der Köpfe, sozusagen die Anzahl der Fälle oder wie man das nennen will. Das ist die Absolutzahl. Und jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten, daraus Relativzahlen zu machen, dass Sie das umrechnen in Anzahl Covid-Neuerkrankte pro 100.000. Also Sie müssen dann halt diese Anzahl, wenn das in ganz Deutschland genommen wird. In Deutschland gibt es ungefähr 80 mal 100.000 Menschen. Das heißt also, die Gesamtzahl der Neuerkrankten in ganz Deutschland müssten Sie dann durch 80 teilen, ungefähr, um das relativ zu 100.000 zu rechnen. Oder Sie nehmen die absoluten Fallzahlen, aber dann relativ zu einem anderen Datum oder am selben Datum zu anderen Ländern. Wobei natürlich auch eigentlich immer wichtig wäre, was in den Inzidenzzahlen immer so ein bisschen leider unter den Tisch gefallen ist, obwohl es nicht unter den Tisch fallen sollte, aber auch kaum zu berechnen ist, kaum herauszufinden ist. Natürlich findet man mehr Covid-Erkrankte, wenn man mehr testet, logischerweise. Es rutschen, wenn weniger intensiv getestet wird, rutschen viele durch. Das heißt also,
in Relation dazu, wie viele Tests es gab, ist nicht ganz falsch, diese relative Angabe herzunehmen. So, vielleicht ganz kurz, was heißt K-Wert? Das gibt es im Deutschen, das gibt es aber vielmehr auch im Englischen, kommt ursprünglich aus dem Lateinischen und heißt so viel wie Achtung, aufpassen, Vorsicht, Falle. Hier kann man leicht einen Fehler machen. Ja, in dem Sinn, das bedeutet K-Wert. Ist, wie gesagt, im Deutschen kein so häufig gebrauchtes Wort, aber ich finde, Sie dürfen das gerne mal gesehen haben. Insbesondere in Informatik, in irgendwelchen Lehrbüchern zur Informatik, oder in Instruktionen, in Programmiersprachen, Referenzhandbüchern oder ähnlichem, finden Sie schon an der einen oder anderen Stelle mal das Wort K-Wert, so ein abgesetzter Kasten oder ein abgesetzter Absatz, der mit dem Wort K-Wert überschrieben oder eingeleitet ist, wo dann irgendeine Problematik, irgendeine Falle, in die man leicht hineintappen kann, separat nochmal beschrieben wird. Also ich habe jetzt Informatik genannt, was jetzt der Zielgruppe dieser Lehrveranstaltung nicht unbedingt nur entspricht, aber in anderen Bereichen finden Sie das in englischsprachiger Literatur natürlich durchaus auch. So, ich nehme das Beispiel Covid wieder, obwohl das Beispiel eben nicht mehr so richtig aktuell ist, aber das ist natürlich übertragbar auf andere Beispiele genauso. Keine dieser Zahlen ist wirklich wahr, ja. Unter anderem eben die Problematik mit der Testintensität, aber die reine Zahl, wie viele Tests gemacht worden sind, reicht natürlich auch nicht aus, ja. Wenn viele Tests gemacht werden in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen, das ganze Personal durchgetestet wird, dann ist das natürlich eine andere Grundlage, als wenn viele Tests auf der Straße bei diesen mobilen Teststationen oder so gemacht wird, ja. Also es ist, man kann letztendlich, was die Zahlen, die wir eigentlich wissen wollen, ja, wir können ja immer nur, wie bei der Kriminalitätsstatistik, wie wir es beim letzten oder vorletzten Mal hatten, als Beispiel. Sie können ja nicht wirklich, Sie haben ja nur die registrierten Fälle und Sie haben eine Dunkelziffer. Und die Dunkelziffer hängt sehr stark von der Teststrategie ab. Nicht nur von der Anzahl der Tests, sondern eben auch, wer so alles getestet worden ist. Ja, wenn die Teststrategie darin besteht, bestimmte Menschen jeden Tag zu testen, wie eben Pflegepersonal, dann ist die Wahrscheinlichkeit eben hoch, dass viele dieser, also dann haben wir ja viel Redundanz in diesen Tests drin. Während hingegen, wenn Sie beispielsweise einen Tag mal alle durchtesten würden, dann würden da viel mehr Fälle sicherlich auftreten. So, und dann kommt natürlich auch noch hinzu, dass wir nicht genau wissen, wie groß die Ansteckungsrate, Infektionsrate bei Geimpften ist, weil viele Leute, da muss ich mich auch selber an die Nase fassen, viele Leute nach Impfen und Boostern sich dann eben auch weniger haben testen lassen. Also den Vergleich zwischen Geimpften und Ungeimpften, wie viel die Impfung wirklich gebracht hat, das mag in kontrollierten Studien, in Kliniken oder so etwas, da kann man natürlich so etwas mehr Erkenntnisse herausbekommen, aber durch die Zahlen, die man so über die gesamte Bevölkerung hinbekommt, natürlich dann nicht. Ländervergleiche, zeitliche Verläufe und so weiter ja auch nicht. Testintensität und Ähnliches sind unterschiedlich, Teststrategien sind unterschiedlich und so weiter. Und denken Sie noch daran, zum Beispiel die Diskussion darüber, wenn ein Land wie Neuseeland sich stark abschottet und dann ganz gut aussieht. Ja, Deutschland zum Beispiel kann sich nicht so gut abschotten wie Neuseeland. Ja, allein schon durch den ganzen notwendigen Verkehr, der durch Deutschland durchgeht, Frachtverkehr, LKWs und so weiter, ist eine Abschottung eigentlich unmöglich. Ja, wir sind ja so sehr stark vom grenzüberschreitenden Verkehr oder auch Berufstätige, die in einem Land wohnen und im anderen Land arbeiten. Wir sind ja so stark davon, von diesen ganzen Sachen abhängig. Da hätte schon ein sehr viel krasseres Virus kommen müssen, dass wir auch bereit gewesen wären, das vollständig runterzufahren und uns sozusagen als Deutschland eine solche Insellage zu bekommen,
wie Australien, Neuseeland, Japan das aus topografischen Gründen ohnehin schon haben. So, jetzt ist die Frage, na, warum macht man diese Zahlen denn eigentlich? Wofür erhebt man diese Zahlen? Wofür publiziert man die? Was macht die Politik damit? Ja, wir haben keine richtigen Zahlen. Ja, also in der Zeit von Covid gab es, vielleicht erinnern Sie sich daran, gab es einen großen Unfall. Ein Containerschiff ist im Suezkanal von der Fahrrinne abgekommen, ist aufgelaufen, hat sich quergestellt, sodass der Suezkanal erst einmal wochenlang gesperrt war. Letztendlich geht es darum, nicht? Wir müssen versuchen, das Containerschiff durch den Suezkanal zu steuern. Wir haben nur grobe Anhaltspunkte, ja auch mit Echolot und Radar. Nicht hundertprozentig genau. Wir haben nur grobe Anhaltspunkte, was wir tun müssen, um die Fahrrinne einzuhalten. Und das reicht auch, um ein Containerschiff, eigentlich normalerweise, um ein Containerschiff, um jeden Tag unzählige Containerschiffe und andere Schiffe durch den Suezkanal und andere Kanäle der Welt, Panama-Kanal und so weiter, zu schiffen, obwohl die Daten, die dafür verwendet werden, nicht unbedingt genau sind. Und genau so kann man das meines Erachtens bei Covid sehen. Die Daten waren nicht genau, aber sie waren so brauchbar dafür, um einen vernünftigen Mittelweg zu finden. Das ist vielleicht nicht der optimale Mittelweg gewesen. Wir wissen ja jetzt selbstkritische Kommentare nachträglich, dass man die Schulen doch nicht hätte schließen müssen und so weiter. Aber immerhin noch einen vernünftigen Mittelweg. Wenn Sie sich angucken, was China für beispielsweise für eine Quarantänestrategie gefahren hat oder zeitweise auch andere Länder wie Spanien oder Israel, nicht ganz so krass wie China, aber deutlich krasser als etwa Deutschland, dann ist das, auch wenn wir keine optimale Strategie gefahren haben, doch immer noch eine gut gangbare Strategie gewesen. Irgendwo in der goldenen Mitte. Weil an irgendwas muss man sich ja orientieren. Ja? Man kann ja nicht blind blinken. Ja? Wenn man schon im Nebel tappt, dann braucht man schon ein Radar und ein Echolot. Hier habe ich, muss ich gestehen, habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Bei der Formulierung, ich habe sie aber trotzdem einfach stehen gelassen. Das ist aus der Odyssee, also der Geschichte von Odysseus, der nach dem Trojanischen Krieg dann wieder nach Hause wollte und unter anderem zwischen der, ich glaube, es war so rum, dass das Meeresmonster Scylla und dem großen Strudel Charybdis, ich glaube, so rum war es, hindurch navigieren musste. Eine Vermutung ist, dass das die Straße von Palermo damit gemeint war. Vielleicht ist es auch rein mythologisch. Ja, zwischen eine Gratwanderung zwischen zwei Unheilen, da zwischendurch zu manövrieren. Das heißt zwischen Scylla und Charybdis. Die Analogie, die ich eben gesagt habe, passt da auch zwischen der linken und der rechten, also zwischen der östlichen und der westlichen Begrenzung der Fahrrinne im Suezkanal. So, eine Antwort möchte ich Ihnen nicht vorenthalten. Ja, diese Zahlen waren natürlich ein leichter Füller, ein leichtes Füllmittel, um Content zu generieren, würde man heutzutage sagen, nicht? Teilweise großen Content, teilweise mit Deutschlandkarte, ja, ganz in Zeitungen ganze Seiten damit gefüllt, mit relativ wenig Aufwand, kein redaktioneller Aufwand, sondern einfach die Zahlen alles übernommen und auf so eine Seite gepackt. Und dankbar, zeitweise dankbar angenommen, bevor die Menschen da ein bisschen übersättigt waren von solchen Zahlen. Dankbar angenommen von den Menschen, also sodass es also für die Medien eine gute Sache war. Gut, jetzt kommen wir doch von Covid mal weg. Simpson-Paradoxon, darauf möchte ich zurückkommen. Also wir haben gesehen, dass man diese verschiedenen Fallbeispiele wie dieses aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten kann. Jetzt nochmal, also es ist dasselbe Fallbeispiel weiterhin, dieselben Zahlen, dasselbe
dasselbe statistische Phänomen, dasselbe Paradoxon. Jetzt nochmal aus einem anderen Blickwinkel. Diese Folie ist auch motiviert durch mündliche Prüfungen, weil häufig da an dieser Stelle die Leute mir Unfug erzählen. Und genau dieser Unfug, den mir Leute manchmal erzählen, passt genau in dieses Thema relativ versus absolut. Was war das nochmal? Das Problem war, dass zunächst einmal die Zulassungsquoten bei weiblichen Studienbewerberinnen deutlich niedriger war als bei männlichen Studienbewerbern im Gesamtmittel, in der Gesamtzahl über die gesamte Universität Berkeley in dem Referenzjahr Anfang der 70er Jahre. Und aber wenn man das dann aufgeschlüsselt hat, hat man gesehen, der wirkliche Grund dahinter ist der, dass die weiblichen Studieninteressierten statistisch tendenziell eher sich in Studiengänge orientiert haben mit geringen Zulassungsquoten, wie zum Beispiel Anglistik, und die männlichen Studieninteressierten tendenziell statistisch, natürlich nicht der Einzelfall, aber statistisch eher für Studiengänge mit hohen Zulassungsquoten wie Maschinenbau. Und der Punkt ist eben der, an dieser Stelle sorgfältig zu unterscheiden. Die Zulassungszahlen können sogar in der Anglistik, das weiß ich nicht, können sogar größer gewesen sein als im Maschinenbau. Das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist der, dass die Zulassungsquoten, ja, der relative Wert, also die Anzahl der zugelassenen Studierenden umgerechnet auf die Grundgesamtheit aller Bewerber, Bewerberinnen für diesen Studiengang, dass diese Zulassungsquoten, dass die eben unterschiedlich waren. Ja, die Zulassungszahlen können, wie gesagt, beliebig gewesen sein. Darüber ist keine Aussage zu treffen, sondern die Zulassungsquoten. Ja, und an der Stelle haben wir, gut, wenn jemand erstmal sagt Zulassungszahlen statt Zulassungsquoten, dann werde ich das jetzt gleich nicht gleich negativ bemerken, sondern ich werde nachfragen, ob sie wirklich Zulassungsquoten gemeint haben, oder Zulassungszahlen gemeint haben und was sie meinen mit Zulassungszahlen. Aber wenn dann jemand tatsächlich doch darauf beharrt, dass die Köpfe gemeint sind, dann ist offensichtlich, dass die Problematik nicht verstanden wurde. Gut, die relativen Zahlen sind die relevanten für den Fall. Noch ein Beispiel, was immer wieder auch in den Medien, im politischen Bereich immer wieder zu Diskussionen, für Diskussionen sorgt, die aber eigentlich keine Grundlage haben. Es gibt ja die verschiedenen Volkswirtschaften auf der Welt, haben ja verschiedene jährliche Steigerungsraten, die natürlich auch von Jahr zu Jahr wechseln können, mal höher gehen, mal niedriger gehen. Und da gibt es auch welche mit sehr hohen, mit im höheren einstelligen Bereich zum Beispiel. Lange Zeit oder ich glaube sogar noch bis heute etwa die Volksrepublik China. Andere in dem Bereich der Welt durchaus auch. Sieht also so gut aus, als ob diese Länder dann eben in gewisser Weise erfolgreicher sind als beispielsweise wir. Wir krebsen schon seit Jahrzehnten im sehr kleinen einstelligen Prozentbereich herum mit den Steigerungsraten, manchmal auch noch schlechter. Jetzt mal so Fälle wie Covid, solche Einmalfälle mal nicht berücksichtigt. Aber es gibt ein generelles Phänomen, je niedriger das Anfangsniveau ist, umso höher sind typischerweise die Steigerungsraten, so eine Art Nachholbedarf oder so etwas, Nachholeffekt. Ja, das heißt also, dass wir so geringe Steigerungsraten haben, hat sehr viel damit zu tun, dass wir schon auf einem sehr hohen Niveau sind, wo es dann auch nicht mehr so leicht mehr weiter hochgeht. So, die Steigerungsrate ist relativ und absolut ist das momentane Bruttosozialprodukt, ja. Also das miteinander in Beziehung zu setzen, das ist der entscheidende Punkt, die entscheidende Aussage dieser Folie.
dass die relative Steigerungsrate etwas mit der absoluten zu tun hat. Ja, das ist nicht, das ist durchaus, also wir reden ja, wenn wir etwa Deutschland mit der Volksrepublik China vergleichen, dann reden wir ja nicht vom Bruttosozialprodukt selbst, sondern vom umgerechnet auf die Anzahl Köpfe. Das hatte natürlich lange Zeit die Volksrepublik China etwa im Vergleich zu Deutschland einen Aufholbedarf und dementsprechend einen nicht einen ein Steigerungsraten, die nicht so überraschend sind, wie sie erst einmal erscheinen. Und China ist natürlich auch nur ein Beispiel. Noch ein schönes Beispiel, was Sie immer wieder in den Medien beispielsweise sehen, Berichte von über neue Medikamente oder so etwas, dass Sie dann sehen, beispielsweise eine 25% verringerte Mortalität, also 25% weniger Menschen sterben an der Krankheit durch das neue Medikament, relativ zu bisherigen Therapien natürlich. Das wird man natürlich verstehen können, dass das diese Zahlenangabe so relativ zu sehen ist. Und das ist natürlich etwas, was gerne genannt wird. Aber wenn Sie jetzt zum Beispiel, wenn die Mortalität sehr, sehr klein ist, etwa in diesem Bereich, dann bedeutet es eben eine Verringerung der Mortalität von, ich fabuliere hier nun mal, von 0,04% auf 0,03%, also eine Verringerung um 0,01%. Es ist dieselbe Aussage, nicht? Das sind genau 25% von 0,04% auf 0,03%. Aber diese Aussage, wenn da nichts weiter dazu steht, ist natürlich viel beeindruckender als diese Aussage hier. Oft finden Sie es dann so, dass Sie in der Überschrift und der Anmoderation dann die beeindruckende Zahl finden und irgendwo dann, vielleicht ganz hinten im Artikel, finden Sie dann die Auflösung, die Realität. Oder auch gar nicht. Ja, also diese Zahlen, das ist sicherlich die sinnvollere Zahlenangabe. Ja, oder wenn Sie, um zur Einschätzung, welchen Wert dieses neue Medikament hat für die Menschheit, natürlich für diejenigen, die wirklich an der Krankheit erkrankt sind, ist das hier die 25% die entscheidende Zahl. Aber wenn Sie als unbedarfter Leser, unbedarfte Leserin mit dem Thema konfrontiert sind, ist das für Sie natürlich hier mit den 0,0 so und so viel Prozent das Entscheidende. Man hat sich in der Medizin nicht ausgeruht. Ja, man war immer schon unzufrieden mit den verschiedenen Darstellungsweisen von solchen Phänomenen in der Medizin und hat sich Gedanken darüber gemacht, gibt es eigentlich die Zahl, die jetzt wirklich aussagekräftig ist? Und wenn ja, wie sieht die aus? Wie ist die definiert? Und man ist eigentlich durchaus weltweit zu einer einheitlichen Festlegung gekommen, in welcher Art man eigentlich solche Fortschritte ausdrücken sollte. Das finden Sie in der Literatur und entweder unter der Abkürzung NNT oder eben ausgeschrieben Number Needed to Treat. Was ist das? Das ist ganz einfach. Es ist eine Umkehrung von allem, was wir bisher an Prozentzahlen oder an relativen absoluten Zahlen gesehen haben. Die Umkehrung, wie viele Menschen, wenn so, müssen behandelt werden, damit ein Mensch einen Nutzen hat. Und das ist eigentlich, wenn man sich das genau überlegt, eine sehr sinnvolle Zahl. Ja, wie viele Menschen sollten in eine Vorsorgeuntersuchung gehen, damit bei einem Menschen dann erstens mal die Krankheit entdeckt wird und auch tatsächlich auch behandelt werden kann, nicht? Das ist insofern entscheidend. Das sind so Fälle wie Brustkrebsvorsorge bei Frauen, Prostatakrebsvorsorge bei Männern. Nur zwei Beispiele von vielen, die immer mal wieder in den Medien sind zu der Thematik. Wenn diese NNT sehr groß ist, wenn also sehr viele Menschen behandelt werden müssen, also in diese präventive Diagnose gehen müssen, in die Vorsorgeuntersuchung gehen müssen, damit bei einem Menschen tatsächlich eine
erstens mal der Krebs entdeckt und dann auch behandelt wird und dieser Mensch dann tatsächlich von dieser Behandlung auch einen Vorteil hat, ein längeres Leben hat oder so etwas, dann stellt sich die Frage ganz anders. Wir haben ja auch viele Falsch-Positive, ja. Verdachtsfälle von Brustkrebs beziehungsweise Prostatakrebs, ja. Und diesen Menschen tut man eine ganze Menge an, ja. Erstens mal die Angst, dass sie Krebs haben, dann potenziell eine unnötige Behandlung, wenn sie doch keinen Krebs haben, dass sie trotzdem behandelt werden mit den Nebenwirkungen davon und so weiter. Das heißt, diese Frage der Nebenwirkungen einer solchen Behandlung oder einer solchen Vorsorgeuntersuchung wird dann viel greifbarer, kann man viel besser miteinander vergleichen. Man kann ja auch für diese Nebenwirkungen eine entsprechende Zahl hernehmen und das dann miteinander vergleichen. Also der interessante Punkt ist, dass die NNT, das im Text nach Fallbeispiel 88, das bezieht sich auf das Buch, auf das sich auch die ganzen Fallbeispielnummern beziehen. Diese Zahl ist häufig nicht sehr beeindruckend, aber hat sich etabliert als mutmaßlich beste Zahl, die man so haben kann. Natürlich ist das nicht eine rein medizinische Sache. Natürlich können Sie entsprechende Gedanken auch in anderen Bereichen, wo Statistik eine Rolle spielt, dann sinngemäß auch anwenden. So, noch ein Beispiel zu der Thematik, die falsche Zahl. Sie kennen das sicherlich, dass es Leute gibt, die von der Annahme ausgehen, aha, ich habe jetzt 10-mal eine Münze geworfen, 10-mal kein Kopf. Daher kommt mit deutlich größerer Wahrscheinlichkeit als 50-50 als nächstes Zahl oder im Roulette oder im Lotto, ja, im Roulette zum Beispiel. Jetzt ist lange nicht mehr die 1 gekommen, also setze ich mein Geld auf die 1, weil die müsste jetzt ja mal wieder kommen, weil auf Dauer ist es ja ausgeglichen oder beim Lotto genauso. Jetzt ist lange nicht mehr die 1 gezogen worden. Also setze ich jetzt, kreuze ich die 1 an, weil ja auf Dauer mittelt sich das ja aus. Also wenn jetzt seltener die 1 gekommen ist, müsste sie also jetzt öfters kommen. So, daran ist ein Denkfehler, der genau diesen Unterschied relativ absolut beinhaltet. Relativ, wenn Sie 1.000 Mal Münze werfen oder 1.000.000 Mal Münzen werfen, dann werden Sie feststellen, der Quotient aus der Anzahl Kopf und der Anzahl Zahl wird immer näher an 50-50 kommen. Also 1 durch 1 dann letztendlich, nicht? Wenn ich den Quotienten so bilde oder wenn ich den Quotienten so bilde, die Anzahl der Würfe mit Kopf geteilt durch die Gesamtzahl der Würfe, dann wird der Quotient immer mehr Richtung 1,5 konvergieren, ja. Also die Wahrscheinlichkeit, dass das nicht passiert, ist zwar nicht null, aber ist so astronomisch gering, dass man es mit Sicherheit eigentlich ausschließen kann. So, relativ. Das lässt sich auch mathematisch beweisen. Dahinter steht, wenn Sie da Interesse haben, das Gesetz der großen Zahlen. So, aber absolut, wenn Sie die Differenz der beiden Zahlen nehmen, wenn Sie 1.000 Würfe machen, 1.000.000 Würfe machen oder wie viel auch immer und dann gucken, was ist denn die Differenz, um wie viel unterscheidet sich die Anzahl der Würfe vom Kopf und die Anzahl der Würfe von Zahl, dann geht diese Differenz sogar immer weiter auseinander. Ja, das heißt also, Sie können, und die absolute Zahl ist eben da, wo der Denkfehler passiert. Man denkt sich, naja, weil das 50-50 wird, muss ja irgendwann mal wieder mehr Zahl kommen, wenn bisher weniger Zahl ist. Aber im Gegenteil, es ist immer halbe halbe und wenn Sie immer halbe halbe haben, passiert auch theoretisch das, was Sie praktisch beobachten können, was Sie empirisch beobachten können, dass die Differenz immer weiter auseinander geht. Der Widerspruch löst sich dadurch auf, weil dieses absolute Auseinandergehen nicht linear ist. Ja, wäre es linear, wäre es ein, oder sogar mehr als linear, wäre es ein Widerspruch zu dieser relativen Annäherung. Aber dadurch, dass es deutlich weniger als linear auseinandergeht, ist da kein Widerspruch.
Also, wenn Sie 1000 Würfe machen, 2000, 1 Million Würfe machen, dann geht zwar die Zahl immer weiter auseinander, aber nicht proportional zur Anzahl der Würfel, sondern der Anzahl der Würfe, sondern deutlich geringer. Was dann wiederum Raum lässt für dieses Relativergebnis. Also, aus dem hier, also der Denkfehler ist, dass man aus diesem relativen Ergebnis, das gesichert ist, auf ein absolutes Ergebnis schließt. Und das passt halt nicht zusammen. Also das relative Ergebnis und das absolute Ergebnis passen zusammen und deshalb ist es ein Denkfehler. So, dann wollen wir noch ein, Covid war jetzt ein nicht mehr ganz so aktuelles Fallbeispiel. Dann wollen wir noch mal ein aktuelles Fallbeispiel hernehmen. CO2-Gesamtbilanz. Ja, ist gerade wieder in aller Munde. Jetzt gibt es den von der Bundesregierung verabschiedeten Gesetzentwurf zum, also Novellierung des Gebäudeenergiegesetzes, was gerade diskutiert wird, wo in den Medien steht, dass 80% der Bevölkerung, der Befragten dieses Gesetz ablehnen. Will ich mich nicht dazu äußern zu diesem Gesetzentwurf. Aber das ist jetzt ein aktueller Aufhänger. CO2-Gesamtbilanz, Ausstoß von CO2, darum geht es natürlich nicht. Durch Verbrennungsmotoren, durch Heizungen, die durch Verbrennung von Öl oder Gas oder Feststoffen wie Holz, Kohle oder Pellets betrieben wird, wo daraus die Hitze generiert wird. So, zum Beispiel diesen Vergleich: Windräder, Photovoltaik, E-Mobile und so weiter. Die nachhaltigen Energieformen, also die zumindest nachhaltig genannt werden, versus diejenigen, die nicht nachhaltig genannt werden. Also ich möchte Folgendes hier nochmal da ganz deutlich sagen. Ich beziehe nicht Stellung dazu, was hier wirklich wie nachhaltig ist und was jetzt hier politisch richtig und falsch ist, sondern ich nehme das nur als Beispiel her zur Sensibilisierung für Sie. Ja, ich mache hier keine Beispielrechnungen, um da rauszugehen, so und so ist richtig, so und so ist falsch, sondern ich sensibilisiere Sie nur dafür, was ich versuche das, um was da alles an, in solche Rechnungen, in Bilanzen wirklich rein müsste. Aber wenn Sie das in den Medien verfolgen, oft genug nicht mit einberechnet wird. Also, der laufende Betrieb beispielsweise bei Windrädern und bei Photovoltaik erzeugt eigentlich normal kein oder nur marginal CO2. Aber das ist natürlich nicht die ganze Wahrheit, sondern da müssen noch einige Faktoren mit dazukommen. Ich sammle einfach ein paar. Das ist natürlich keine abschließende Aufzählung. Ja, die Erstellung der, ja, also so ein Windrad kostet bei der Erstellung, bei der Herstellung oder so Photovoltaikmodule kosten natürlich auch eine ganze Menge CO2 erst einmal. Und darauf werde ich noch zu sprechen kommen, natürlich nicht nur CO2, sondern auch noch andere Umwelt, negative Umwelteinflüsse. Ja, aber hier bleiben wir erstmal kurz bei CO2. Nur ganz kurz hier erwähnt, und anderem will ich auch dann auch nochmal später darauf zu sprechen kommen. Und da ist die Frage, ob das jemals wieder reinkommt, beziehungsweise wenn es reinkommt, ob die Gesamtbilanz dann immer noch so schön aussieht oder deutlich weniger überzeugend ist. Dann haben wir die Problematik, dass etwa Wind und Sonne eben nicht grundlastfähig sind. Das heißt, grundlastfähig sind zum Beispiel Kohlekraftwerke, Gaskraftwerke, Atomkraftwerke, die, wenn Bedarf besteht, einfach höher gefahren werden können. Ja, also wenn mehr Stromabnehmer da sind, dann kann man ein Gaskraftwerk ganz, ganz schnell hochfahren. Ein Atomkraftwerk mit deutlich höherer Latenz und ein Kohlekraftwerk mit nochmal deutlich höherer Latenz. Das macht natürlich auch Gaskraftwerke so interessant für die Energiewende, nicht? Weil sie eben schnell hochgefahren werden können. Was wichtig ist bei solchen Stromgenerierungsarten wie Wind und Sonne, die mal ganz schnell, potenziell in relativ kurzer Zeit
eine massiven Änderung haben, dass durch Wolkendecken oder irgendwas relativ schnell die Sonne die Ausbeute aus Photovoltaik bzw. aus Wind runtergehen kann, worauf Gaskraftwerke besonders schnell reagieren können. Das ist mit ein Grund dafür, warum das Thema Gas bei uns eine so große Frage ist, eine so große Rolle spielt. Ja, solche Sachen sind nicht grundlastfähig. Dafür müssen Gaskraftwerke also eingesetzt werden, die aber auch einen Leerlaufbetrieb haben. Ja? Und diesen Leerlaufbetrieb müsste man auf jeden Fall, plus natürlich die Zeiten, in denen sie tatsächlich Strom aus erneuerbaren Energieerzeugern ersetzen. Das müsste man natürlich alles dann dazu rechnen. Ja, sie können nicht ein Gaskraftwerk, damit es so ein Gaskraftwerk schnell hochfahren kann, muss es in Betrieb sein. Es kann nicht einfach erst in Betrieb genommen werden. Wobei noch dazu kommt, dass, soweit ich weiß, in dieser Betriebsform Gaskraftwerke, also wesentliche Teile daran, auch besonders schnell verschleißen. Dann zum Beispiel wir haben hier einen interessanten Unterschied zwischen Norddeutschland und Süddeutschland. In Norddeutschland am Meer, Nordsee, Ostsee, beziehungsweise in der norddeutschen Tiefebene mit einer relativ geringen Bevölkerungsdichte, ist Windkraft sehr viel einfacher zu errichten, sehr viel mehr Windkraft, auch mit weniger Anwohnerprotesten und so weiter, weil eben die Bevölkerungsdichte kleiner ist. Und weil jetzt die Natur in der norddeutschen Ebene sowieso, da kann eh nichts mehr verschandelt werden. Mal ganz salopp gesagt, ich hoffe, die Leute aus Norddeutschland werden mir das jetzt nicht übel nehmen. Aber in vielen Bereichen ist eigentlich kein schönes Naturbild da, sodass man das auch voll, sind keine Tourismusgebiete unbedingt, sodass man dann das auch voll machen kann mit Windkraftanlagen. In Süddeutschland sieht diese Situation deutlich anders aus. Da wird man immer auf die Höhenlagen der Mittelgebirge gehen wollen. Und das sind natürlich dann touristisch interessante Bereiche, auch schwieriger zu erschließen. Ja, Sie können in Norddeutschland in der Tiefebene oder offshore vor der Küste einen riesengroßen Windpark erstellen. Wenn Sie sich das mal angucken, hier in den Mittelgebirgen, dann ist das alles viel kleinteiliger. Das heißt also, pro einzelnem Windrad haben sie viel mehr noch zusätzlich erstmal Erschließung und alles notwendig als in Norddeutschland. Deshalb ist ja das sind ja Nord-Süd-Trassen ein großes Thema, dass der Wind, sollte mal jemals diese Nord-Süd-Trassen tatsächlich gebaut werden und in Betrieb genommen werden, dass der Wind halt zu sehr großen Anteil im Norden produziert wird und in den stärkeren Industriegebieten im Süden dann verbraucht wird. Bei E-Mobilen ist natürlich die Sache die, also zum jetzt in Süddeutschland, also ich bin mir nicht sicher, ob diese Nord-Süd-Stromtrassen, von denen ich eben gesprochen habe, ob die zu meinen Lebzeiten gebaut werden. Ich habe den Eindruck, die Politik hat sich langsam von dieser Vision verabschiedet. Das wird wohl nicht unbedingt was, weil die Einspruchsverfahren der beteiligten Gemeinden, ja, man müsste diese Nord-Süd-Trassen wahrscheinlich zum sehr großen Teil unterirdisch legen, was natürlich nochmal besonders teuer ist. Und dann, selbst dann gibt es noch Einspruchsverfahren und so weiter. Das heißt also, es ist nicht unwahrscheinlich, dass auch auf Dauer der Strommix in Süddeutschland schmutzig ist mit französischem Atomstrom, tschechischem Kohlestrom und so weiter, was natürlich die Frage aufwirft, inwieweit E-Mobile dann tatsächlich ökologisch gut sind. Auch das natürlich noch, dass fossile Brennstoffe, der Problem ist eben der, man darf nicht den durchschnittlichen Strommix zugrunde legen, sondern typischerweise werden Elektroautos ja nachts aufgeladen und da haben sie mindestens schon mal keine Photovoltaik.
Können Sie vielleicht noch haben zu einem gewissen Anteil, indem Sie entsprechend großen Stromspeicher mitkaufen, wenn Sie eine Photovoltaikanlage kaufen, sodass Sie also nachts noch ein bisschen auch Strom haben aus der Sonne, auch wenn nachts die Sonne nicht mehr scheint. Aber wir reden jetzt nicht von Größenordnungen, die ausreichen, um ein Auto aufzuladen. Dann gibt es noch ein interessanter Punkt, das Nutzerverhalten. Da gibt es das interessante Beispiel Hybrid-Kfz, also Kfz, die einerseits die mit Elektromotor betrieben werden, aber die Akkuaufladung kann entweder geladen werden, direkt geladen werden mit einem Ladekabel, oder es kann auch ganz normal Benzin oder Diesel getankt werden, und das treibt dann letztendlich die Stromversorgung an. So, also bis vor kurzem zumindest wurden Hybridfahrzeuge angesehen als gleichwertig mit Elektromobilen. Aber das Nutzerverhalten ist eben weit überwiegend, wenn die Statistiken dazu stimmen, wovon ich ausgehe, ist weit überwiegend eben nicht so, dass die Akkus aufgeladen werden mit einem Ladekabel, sondern typischerweise so, dass Diesel getankt wird. Das heißt also, wir haben letztendlich ein Verbrennerfahrzeug, das nochmal dadurch, dass da noch mehr Technik drin ist, durch den Elektromotor und den Akku und so weiter, noch schlechtere Wirkungsgrad hat als ein normales Verbrennerfahrzeug. Auch diese Frage ist nicht ganz so einfach zu klären, wie es zuerst aussieht, wie viel Ökostrom wird tatsächlich erzeugt. Da kommt dann schon, also prozentualer Anteil, schon eine ganze Menge raus. Aber das ist ja auch häufig so, dass wir zu viel Strom im Netz haben, dass also dieser Ökostrom überschüssig ist und dass der dann vernichtet werden muss, dass er etwa in andere Länder abgeleitet wird, die ihn dann vernichten letztendlich durch unnötiges Aufbrauchen. Und dafür müssen die deutschen Stromerzeuger dann, also letztendlich die Stromkunden, dann entsprechend Kosten noch bezahlen. Also sie liefern Strom und müssen dafür Geld bezahlen. Dann auf der anderen Seite eben bei Dunkelflauten oder Ähnlichem, dass wir dann trotz unserer Ökobilanz wieder schmutzigen Strom importieren. Und meine Sicht darauf ist die, aber das ist wie gesagt nur meine Sicht erst einmal, dass wir den Anteil am Verbrauch und nicht den Anteil an der Erzeugung zählen sollten, was vielleicht ein bisschen komplizierter zu rechnen ist. Gut, dann kommt noch der Punkt, den ich auch eingangs erwähnt hatte. Es gibt natürlich nicht nur CO2-Ausstoß als Umweltbelastung, es gibt auch andere Umweltbelastungen, zum Beispiel Feinstaubausstoß. Da sind jetzt beispielsweise Pelletheizungen und Holzheizungen in der Kritik. Bis vor kurzem waren Pelletheizungen noch die guten oder gehören zu den guten Heizungsarten, wurden als nachhaltig angesehen. Ich habe vor ein paar Monaten mal im Deutschlandfunk ein Interview mit einem Forstexperten gehört, der klipp und klar gesagt hat, die Förderung von Pelletheizung in Deutschland wird im deutschen Wald endgültig den Garaus machen. Warum? Weil ursprünglich war es so gedacht, dass die Pellets für die Pelletheizungen hergestellt werden aus Abfall, aus Holzverarbeitung. Aber inzwischen gibt es so viele Pelletheizungen, dass das nicht mehr ausreicht, dass also Bäume und nicht wenige Bäume gefällt werden müssen für die Herstellung dieser Pellets. Und wenn Sie sich mal vorstellen, wie viel Sie so an Papier beispielsweise verwenden zum Schreiben und wie viel Pappe für Kartons, wo Sie sich im Onlinehandel irgendwas kommen lassen und ähnliches. Und wenn Sie das mal vergleichen mit dem, was nur eine Pelletheizung an einem Tag verbrennen muss, damit Sie schön warm haben,
dann sehen Sie, dass wir da von völlig anderen Größenordnungen sprechen, dass wir also da ganz schnell dann in Probleme reinkommen. Aber der andere Punkt, warum Pellet und auch andere Holzheizungen in Verruf geraten sind, ist Feinstaubausstoß, dass man beispielsweise festgestellt hat, die Feinstaubbelastung in Städten ist nicht unbedingt besonders am höchsten tagsüber, wie man denken würde, wo ja die ganzen LKWs fahren mit Diesel und mit Abrieb von Reifen und so weiter, sondern eher nachts. Und die Erklärung dafür ist halt, dass es diese entsprechenden Öfen. Dann gibt es natürlich immer auch, das ist bei Akkus für Elektromobilität beispielsweise ja ein Thema, ein Akku zu bauen für ein Elektroauto kostet eine ganze Menge Umwelt. Nicht bei uns, aber in den Ländern, in denen die Rohstoffe dafür abgebaut werden. Und es gilt natürlich für andere Sachen auch. Auch beispielsweise Dämmstoffe für Wärmedämmung. Egal ob jetzt Styropor oder Naturfasern, ökologische, angeblich ökologische Dämmstoffe, die aber so mit Pestiziden vollgepumpt sind, dass sie doch wieder Sondermüll sind, weil sonst würden sich ja da in diesen Naturfasern Schädlinge einnisten, wenn es nicht so dermaßen mit Pestizid behandelt würde und so weiter. Ja, Staudämme zum Beispiel, ja, eigentlich sind ja Wasserkraftwerke extrem nachhaltig. Aber dafür wird natürlich auch Natur vernichtet. Ja, ganze Täler gehen dann unter Wasser mit der entsprechenden Naturvernichtung. Dann bei Windrädern immer wieder in den Medien, was für Konsequenzen hat das auf die Tierwelt? So, der entscheidende Punkt, auf den ich Sie aufmerksam machen möchte, ist dann dieser: Sie müssen wirklich alles berücksichtigen. Wenn Sie irgendeinen Punkt nicht berücksichtigt haben, dann rechnen Sie falsch und das ist nicht nur ein kleines Epsilon, was Sie dann potenziell falsch gerechnet haben, sondern potenziell kommt eine falsche Bilanz dabei heraus. Ja. Also, wie gesagt, ich möchte Sie nicht weder in die eine noch in die andere Richtung missionieren. Ich möchte auch nicht anfangen, hier irgendwelche Rechnungen selber zu machen. Das kann ich auch nicht. Dazu müsste ich mich viel tiefer in die Thematik hineinknien. Auch ist es die Frage, wie man die verschiedenen Arten von Umweltbelastungen dann gegeneinander gewichtet, nicht? Wie viel Tonnen CO2-Ausstoß oder wie viel Kilo CO2-Ausstoß rechtfertigt die Tötung eines Vogels? Wird man kaum gegeneinander gegenrechnen können, ja? Aber die Sensibilisierung dafür, dass die Materie nicht so einfach ist, wie sie häufig in den Medien erscheinen mag oder auch in der Politik erscheinen mag. Gut, anderes Beispiel, ökologischer Landbau hier nochmal. Da kommt ein Fragezeichen hin, einfach deshalb, weil der Landverbrauch höher ist als bei konventionellem Anbau. Ja. Ob sich das gegenrechnet ökologisch, dass der höhere Landverbrauch immer noch besser ist als mehr Pestizide oder Düngermittel oder so etwas oder künstliche statt natürlichen Düngermitteln und so weiter. Das vermag ich auch nicht zu sagen, aber muss mit einberechnet werden. Es gibt, wenn wir jetzt nun mal CO2-Bilanz ansehen, gibt es Berechnungen, die sagen, wenn da stattdessen Wald wäre statt größere Landfläche, dann wäre die CO2-Bilanz besser. Oder noch ein anderes Beispiel, was inzwischen nicht mehr so heiß diskutiert wird, was früher mal diskutiert worden ist. Plastiktüten versus irgendwelche Stofftaschen, nicht? Plastiktüten, die vielleicht sogar gleich weggeschmissen werden, dann in die Ozeane kommen, woran dann vielleicht Fische sterben. So eine Stofftasche hält auch nicht unendlich lange. Wie ist da die Gesamtbilanz? Wobei ich hinzufügen möchte, vielleicht noch, ich habe mal gelesen, ja, Plastiktüten werden immer hergenommen. Die sind gefährlich für die Tierwelt in den Weltmeeren. Es sammeln sich große Strudel von Plastiktüten in den Weltmeeren an, woran natürlich dann Fische, die das fressen, ersticken können und so weiter. Aber ich habe mal gelesen, angeblich, ich kann es nicht nachvollziehen, ob es richtig oder falsch ist,
dass die Nikotinbelastung in den Meeren durch Zigarettenkippen, die auch natürlich dann in die Meer, in die Ozeane kommen, genauso wie die Plastiktüten, dass die viel, viel schlimmer sei als die Plastiktüten. Weiß ich nicht. Oder hier noch ein Beispiel, was früher mal ein Thema war. Wegwerfwindeln wirklich ökologisch schlechter, umweltschädlicher als das regelmäßige Waschen von wiederverwendbaren Windeln. Noch ein Beispiel, und dann haben wir es langsam. Biosprit, das ist jetzt schon eine Weile her, das ist, glaube ich, schon über 20 Jahre her. Sie kennen das noch an der Zapfstelle, an der Tankstelle mit E5 und E10 beim Superbenzin. Ursprünglich war es mal, wie gesagt, schon 2 Jahrzehnte her, war es mal eine Strategie unter anderem der Bundesregierung und in Deutschland, die ökologische Bilanz des Kfz-Verkehrs zu verbessern, indem man weniger fossile Brennstoffe und mehr Biosprit dann im Motor verbrennt. Und war mit diesem Argument, das Sie hier sehen, bessere CO2-Bilanz. Aber was man dann irgendwann dann doch mal endlich bedacht hat, ist, dass die CO2-Bilanz natürlich nicht uneingeschränkt positiv ist, weil irgendwo müssen ja diese ganzen Raps, Felder und so weiter, irgendwo müssen die ja angelegt werden. Und wo werden die angelegt? Na, da, wo noch nichts angebaut wird, was also aus ökonomischer Sicht erstmal nutzlos ist, und das sind beispielsweise die Wälder die Urwälder beispielsweise im Amazonasgebiet, was natürlich wiederum negativ ist. Und auch hier wieder der Punkt, dass CO2-Bilanz nicht das einzige Umweltproblem ist. So, jetzt aber endgültig zum Schluss, und dann sind wir auch mit der Zeit um. Ökostromtarife. Ich weiß nicht, ob Sie einen Ökostromtarif haben, wenn Sie Ihren eigenen Stromversorgungsvertrag haben. Also nehmen wir mal an, Sie sind in der Situation, Sie wollen was für die Umwelt tun und wechseln jetzt von einem normalen Stromtarif, vielleicht beim selben Anbieter, in Ökostromtarif. Was wird jetzt passieren? Wird jetzt eine Kolonne ausrücken von diesem Ökostromanbieter und da jetzt ein neues Windrad bauen, weil sie jetzt auf Ökostrom gewechselt sind? Sicherlich nicht. Sondern was erstmal passieren wird, ist, dass die Rechnung, also einfach nur die Rechnung, anders sein wird. Ja, wenn ein Kunde mehr Ökostrom jetzt Vertrag abschließt, heißt es, dass rechnerisch der konventionelle Strom ein kleines bisschen schmutziger wird. Ja. Für die Umwelt ändert sich gar nichts, sondern nur rechnerisch. So, damit sind wir durch an dieser Stelle. Wir haben jetzt eine gute Zäsur. Möchte ich jetzt an dieser Stelle die Aufnahme beenden.